Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, ist ein kleines Päckchen angekommen und zwar, wie man schon lesen kann, von VivaDots. Das ist eine Abo-Box, die man sich im Internet bestellen kann. Also ich verlinke auf jeden Fall auch mal die Internetseite in der Infobox. Also falls es euch interessiert, könnt ihr mal vorbeischauen. Also mir wurde die jetzt kostenlos zugesendet, damit ich die mal testen kann und Emma versucht sich aufzubeißen. Also scheint schon was Leckeres drin zu sein. Also ich werde die jetzt einfach mal gemeinsam mit euch öffnen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay, Emma, hör jetzt mal auf, das kaputt zu machen. Also ich würde sagen, die Box ist gleich ruiniert, aber schade um die schöne Box, aber nein, hör auf. So. Also, man sieht schon mal, hier drin ist das Logo von VivaDots. Ich glaube, vorher hieß die sogar Pfötchenbox. Also, die haben sich, glaube ich, umbenannt. Das Design finde ich schon mal sehr, sehr schön. Dann gucken wir mal, was uns hier entgegenkommt. Einmal so ein kleines Flyer. Oder genau, da steht nämlich alles drauf, was da drin ist. Emma, nein. Bitte öffnen das gleich zusammen. Hier steht das auch nochmal drauf, so VivaDots, unvergessliche Weihnacht mit der VivaDots Familie. Das ist jetzt, glaube ich, die Weihnachtsbox, also da gibt es immer Boxen zu unterschiedlichen Anlässen, sage ich jetzt mal. Also, es gibt, glaube ich, auch so eine Geburtstagsbox oder sowas. Also das könnt ihr auch nochmal auf der Homepage nachlesen, falls es euch interessiert. Hier steht schon mal alles drauf, was da jetzt drin ist, aber da gucken wir jetzt mal gemeinsam nach. Nicht, dass ich schon alles vorwegnehme. Genau. Das ist sehr schön eingepackt. Wir öffnen es mal gemeinsam. Ich bin schon mal gespannt. So. Ach nein, wie süß. Okay, da kommt mir schon ganz viel entgegen. Emma, hörst du jetzt mal auf, das alles kaputt zu machen? Hallo. Hallo. Ich fange mal mit der kleinen Sache hier an. Ein Ball, da wird sich Emma freuen, sie liebt Bälle. Also einmal so ein schöner Weihnachtsball mit so Schneeflocken drauf von Kong und ihr Gesicht. Ja, also ich finde den, der ist sehr schön. Also es ist extra so ein Tennisball für Hunde, glaube ich, weil eigentlich dürfen ja Hunde keine Tennisbälle. Aber ich denke mal, den darf man ihr dann geben. Und ihr Gesicht sieht schon mal sehr interessant aus. Wollen wir mal gucken, ob sie ihn mag. Emma, macht Platz. Platz. Emma, Platz. 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 Genau, ich gebe ihn hier mal. Ich bin mal so ein bisschen. Komm her. Magst du den? Magst du den haben? Ich würde mal sagen, ihr gefällt er aber schon mal sehr gut. Also sie liebt Bälle oder alles, was rollt, ist alles super für sie. So, dann packen wir mal weiter aus. Dann haben wir noch, niedlich, einmal How Bakes Bakies, Bake Your Own Pet Treats. Wie cool. Ich denke mal, damit kann man sich... Emma, was machst du da? Sie will den Ball wieder haben. Ich denke mal, damit kann man sich seine eigenen Leckerlis backen. Also da steht alles auf Englisch drauf. Bei uns in den Geschäften habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen, dass es so Backmischungen extra für Hunde gibt, dass man da seine eigenen Hundeleckerlis zusammen backen kann. Also finde ich sehr interessant, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich kann es ja mal öffnen und gucken, ob da auch so eine Backmischung oder was da drin ist. Also einmal ist hier so eine Backmischung drin. Steht drauf Peanut Butter and Honey Squid Mix. Okay. Emma, komm mal hier. Jetzt, Emma hat schon Abgang gemacht mit ihrem Ball. Ich habe ihn mal dahin geschmissen, vielleicht kommt sie gleich wieder. Das ist so eine Backmischung und dann noch so ein süßes Förmchen in Knochenform. Und das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Vielleicht mache ich da auch ein eigenes Video zu, wenn ihr wollt. Wie ich da dieses Plättchen backe oder diese Leckerlis. Finde ich auf jeden Fall cool. Hier steht ja auch auf der Karte dann noch was dazu drauf. Und zwar
Hierbei handelt es sich um mehr als einen herkömmlichen Cracker. Dein Vierbeiner wird mit diesem Leckerli ein weiteres unvergessliches Schlemmererlebnis inmitten der schönen Weihnachtszeit und seiner liebsten Familie erleben. Hört sich vielversprechend an. ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich cool. Dann machen wir mal weiter. Dann haben wir hier noch so ein, ist das den Gingerbread Man Shepchuk Treat. Ist das Schokolade? Also Schokolade für Hunde ist ja eigentlich jetzt nicht so, aber what's that? Dog Safe Added Vitamins Delicious Taste. Okay, hört sich interessant an. Ich guck mal, was auf diesem Flyer hier steht. Da steht, denk mal, dass dieser Lebkuchen Good Boy, genau. Da steht, zur Adventszeit haben wir natürlich auch an deinen Vierbeiner gedacht und verwöhnen ihn mit diesem leckeren Ingwer-Cracker. Die klassische Weihnachtssüßigkeit darf für kein Familienmitglied fehlen. Ingwer-Cracker, okay, cool. Sieht irgendwie aus wie Schokolade. Aber Ingwer für Hunde, weiß nicht, ob das so gut ist. Aber da informiere ich mich auf jeden Fall nochmal, ob man das geben kann. Aber ich denke mal, wenn es für Hunde ist, wird schon passen. So, ich habe Emma mal wieder hergeholt. Die ist die ganze Zeit irgendwie mit dem Ball beschäftigt und will wieder abhauen. Mach Platz. Emma, Platz. Platz und bleib. So, will die ganze Zeit abhauen. Jetzt bleib doch mal. Ja, also ich hoffe, sie bleibt jetzt mal. Wenn nicht, dann kann ich auch nichts mehr machen. Machen wir einfach mal weiter. Und zwar haben wir hier noch so einen einzeln abgepackten Knochen. Guck mal, was auf diesem Flyer steht. Da steht getrocknete Stirnnerven-Gloria. Stirnnerven aus 100% natürlicher Produktion, Herstellung ausschließlich in Spanien. Kein weiteres Kommentar nötig. Das Fest kann beginnen. Also Emma riecht schon mal sehr neugierig dran. Wollen wir mal gucken, ob es ihr schmeckt. Ich gebe es dir mal. Also ich denke mal, das kann nichts Schlechtes sein, wenn das wirklich nur 100% Stiernerv ist. Also Nerven von dem Stier. Interessant. Also das hatte sie auf jeden Fall noch nie. Also es riecht sehr natürlich. Also scheint nichts Schlechtes zu sein. Ich gebe es dir einfach mal. Emma, sitz. Und Platz. 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 Und bleib. Mal gucken, ob sie es frisst. Okay. Aber bleib. Nicht, dass sie wieder damit abzischt. Die wird es wahrscheinlich wieder sonst wohin damit. So, dann machen wir mal weiter mit dem letzten Teil. Und zwar haben wir hier etwas, was ich nicht weiß, was es ist. Da steht drauf, Schumper Gladiator. Okay, was ist das? Tail Waggers Interactive Fun Top Quality Play. Let's Play. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das ist. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich guck mal, was auf dem Flyer draufsteht. Da steht, hergestellt aus extra resistenten Material, dem selbst der bissfreudigste Hund nichts anhaben kann. Viel Spaß beim Herumtollen. Okay, ich weiß trotzdem noch nicht, was das ist. Ich denke mal irgendwie was zum Spielen. Da ist doch. Ach, da sind auch zwei Quietschis drin. Lustig. Ja, also ich denke mal, das ist irgendwie so. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Frisbee-Scheibe, nur in andere Form und aus Stoff. So, das war's dann auch schon mit der Viva Dogs. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mir die Sachen zugeschickt habt. Also hier sieht es jetzt ein bisschen chaotisch aus, aber Emma kaut noch an ihrem Knochen, der ihr wirklich sehr gut schmeckt. Jetzt sind gleich schon fast weg. Ach, egal. Also wenn ihr auch mal da bestellen wollt, dann guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke euch die Website von denen in die Infobox. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!